Ja, das wird sie ziemlich umhauen, denn das ist tatsächlich ein Alpha i7820-2 mit einer kleinen Überraschung im Fahrerhaus, die man so, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht vermutet, denn es ist ein ganz besonderes Raumkonzept, was uns hier erwartet, und das werde ich Ihnen heute mal vorstellen. Ein integriertes Modell von Detlefs Grand Alpa. Ja, wie hier steht, 132.225 Euro. Wir sind bei Glück in Sulzemoos. Vielen Dank auch für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Und das sind die Ausstattungsmerkmale: 8,54 Meter Länge, eine Höhe von 3,04 Meter, 2,33 Meter Breite, 5,4 Tonnen und knapp eine Tonne Zuladung, 920 Kilogramm. Und das ist der Endpreis, wie er hier steht. Gibt es da noch ein Paket mit hinzu? Ein langes Fahrzeug. Ich habe euch mal alle Klappen geöffnet. Das ist das Design. Von vorne, von der Höhe her geht's, nicht zu sperrig, mit einer extra Aufbautür. Dann auf der Fahrerseite Fiat Ducato, und hier sieht man schon was Besonderes, die Sitze sind umgeklappt, das hat auch einen Grund, da komme ich gleich drauf, denn man hat hier ein richtig tolles Raumkonzept entwickelt, was schon ein bisschen anders ist als der Durchschnitt. Nochmal innen der Integration, nochmal Lautsprecher mit eingebaut. Schauen uns das Fahrzeug gleich nochmal von innen an, da sehen wir ein bisschen mehr. Ja, großer Stauraum, hier kann ich durchladen bis hinten hin. Man sieht das hier, ich habe also richtig viel Platz. Hier ist die Entsorgung. Schauen uns auch gleich mal an, wie das Fahrzeug aufgebaut ist. Von der 11 Kilo Du-Control CS mit eingebaut, mit Crash-Sensor und einer ganz niedrigen Ladekante. Tandembereifung, alte Warmwasserheizung, die ist hier mit drin. Wasser. Einer großen Heckgarage, die hier mit drin ist, die man auch von hinten beladen kann, die natürlich auch beheizt. Ich habe eine zentrale Verschlussanlage, die zwei Schlösser gleichzeitig bedient. Man sieht es hier, also einmal oben das Schloss und einmal unten das Schloss. Auch hier habe ich dann eine Warmwasserheizung von Alde, die überall mich begleitet, und einen beheizten Doppelboden, wo ich dann nochmal durchladen kann. Also ein voll wintertaugliches Fahrzeug. Ja, kleines Detail ist hier diese Hecköffnung, wo ich dann auch ganz bequem das Fahrzeug von hinten beladen kann. Und hier sieht man noch mal ein kleines Detail, was wir uns gleich mal von innen anschauen werden, denn auch hier wieder mal ein ganz besonderer Grundriss, bei dem es sich lohnt, auch zuzuschauen. Ja, hier Elektrokasten, Elektroblock von Schaut. Zweimal AGM und eine Victron Energy Steuerung. Das könnte ein Gasanschluss sein. Ja, 30 Millibar Gasanschluss. Die Tandemachse von der Seite. Und hier auf der rechten Seite dann die Durchladeeinheit bis hinten hin mit dem Außenstromanschluss, der unter das Fahrzeug geht. Das sehe ich von der Seite. Dann habe ich noch große Spiegel mit drin, bei denen ich dann das ganze Fahrzeug sehe, und Schiebefenster, aber das können wir uns am besten mal von der Seite dann anschauen. Von innen. Ja, Aufbautür, breit. Eine Stufe, das Fahrzeug ist sehr tief, und hier sind schon die Auslösse von der Warmwasserheizung, eine große Garderobe direkt am Eingang rechts, auch eingelassen, sodass ich also nicht gegen die
Jackenschlage, eine Truma Aventa oben eingebaut, eine Klimaanlage, eine riesengroße Küche im Eingangsbereich, zentral verriegelt und wieder das Konzept mit dann dem Wohnraum, aber diesmal nicht als Alkoven, wo ja viele sagen, okay, die Form gefällt mir nicht. Ein richtig cooles, tolles Konzept mit einer Hecksitzgruppe, weiteren zwei Sitzplätzen gegen die Fahrtrichtung, zeige ich euch gleich mal, und einem Audiosystem der Superlative von Karatek mit zwei großen Fernsehern, also wo ich wirklich in HD abends meinen Spielfilm gucken kann und das Ganze auch noch in alle Winkel verstellen kann. Hier habe ich meine Hecksitzgruppe. Da sind die beiden Gurtplätze. Und ja, das wäre dann mein Aussichtsfeld auf weitere Wohnmobile. Oben drüber Schränke. Schauen wir uns gleich mal an. Dann große, tiefe Stauräume. Habe ich noch Ventrinen mit drin. Habe hier nochmal ein Fenster, kann ich rausschauen. Habe eine große Rundumsicht jetzt hier drin. Und habe dann hier nochmal sehr tiefe Schubladen und in der anderen Ecke nochmal eine Vitrine. Leselampen. Dann diesen Fernseher, den ich hochschieben kann, wenn ich ihn nicht benötige. Der dann komplett in der Decke verschwindet. Gut, da könnte ich ihn jetzt auch noch nutzen, aber da wäre es vielleicht ein bisschen steil. Ja, der Tisch, der ist auch ausfahrbar. Ich zeige das mal gerade. Und der ist höhenverstellbar, sodass ich also hier die Sitzgruppe absenken kann und dann zum Bett umbauen kann. Den kann ich also nochmal vergrößern. In der Mitte sieht man die Falz und dort kann ich ihn auseinanderziehen, größer machen und ja, dann auch vielen Leuten Platz bieten, denen ich vielleicht was zu essen gekocht habe. Hier sieht man also nochmal die Rundumsicht komplett. Ja, wenn ich hier in der Ecke sitze, dann habe ich natürlich den kompletten Ausblick auf die Küche und auf das Raumgefühl ist wirklich riesig. Auch oben mit zwei großen Panoramafenstern. Schon groß. Ja, Schränke. Von der Tiefe her richtig tief. Und rundrum. Zack. Mach ich mal gerade hinten einen großen Schrank. Und überall nochmal Zugang zu großen Vitrinen. Hier habe ich den Gasaußenanschluss übrigens in der Ecke, die wir eben gesehen haben. Schränke. Ein bisschen wie zu Hause. Also hier könnte ich dann ein bisschen länger drin wohnen. Dann hier das Sideboard mit Stromanschluss in der rechten Ecke, zweimal Heizung mit drin zum Ablegen von Taschen, was man gerne hätte. Hier ist das Steuerfeld mit Victron Energy. Auch hier wieder eine Puffereinrichtung. Hier stelle ich also meinen Landstrom ein, die Batterie wird vollgeladen und die puffert dann tatsächlich, wenn ich dann solche nur 5 Ampere habe. Kann ich das genau hier einstellen und dann sagen, okay, ich mache meinen Föhn an und dann kommt die fehlende Energie aus der Batterie. Ja, eine alte Warmwasserheizung mit Stromunterstützung. Kann ich also dann auch wahlweise damit Strom heizen, zum Beispiel hier mit 3 kW oder 2 oder 1, je nachdem, was der Stromkreislauf hergibt, oder halt auch mit Gas. Hier ist warmes Wasser, kann ich anmachen. Das Ganze kann ich dann auch noch zeitgesteuert machen. Also ich kann also hier sagen, okay, ich möchte gerne eine Tag-Nacht-Schaltung haben, will eine extra Nachteinstellung dafür oder eine Tageinstellung, die sich automatisch umschaltet. Kann ich dann auch nochmal die Hintergrundbeleuchtung einstellen, das Ganze auch ausmachen. Wärmetauscher mit eingebaut, also während der Fahrt habe ich die Möglichkeit dann mit der Motorwärme den Innenraum zu beheizen, was sehr gut funktioniert bei Alde. Ambientebeleuchtung rundum laufend.
Hier nochmal ein großes Staubfach. Sehr tief. Mit noch einem Fernsehanschluss. Also hier wäre auch alternativ ein Fernseh möglich gewesen, aber der hängt ja jetzt hier oben. Ja, Küche, 3-Flammen-Kochfeld, wie es auch in ganz großen Fahrzeugen verwendet wird, von Tedford. Eine große AES-Einheit von Dometic, sehr bewährt, so auch schon seit mehreren Jahren im Einsatz, ohne Probleme. Und den Backofen, aufgrund der Größe, habe ich dann auch die Oberhitze, die bei den neuen Tech Towers dann fehlt. Die ist aber hier eingebaut. Oben habe ich noch einen Schrank. Für Schuhe zum Beispiel, ist genau gegenüber von der Tür. Und jede Menge Schubläden, die ich auch zentral verriegeln kann. Also wenn ich jetzt hier zumache, drücke jetzt hier auf On, dann sind die Schränke verschlossen und hier sind sie dann automatisch wieder geöffnet, alle auf einmal. Große Auszüge, Mülltrennsystem und Absperrhähne fürs Gas. Ja, überall habe ich dann nochmal Zugang zum Doppelboden. Der ist denn hier jeweils drin mit Staufächern oder mit Zugang dann jeweils zu den Tanks. Dem, was drunter ist, Wassertank, Abwasser, Staufach, durchreichen. Das hat man überall. Und dann nochmal hier rechts neben dem Eingang das Sideboard mit großen Unterschränken, die auch sehr breit sind für Spiele und viele Dinge, die ich mitnehmen möchte. Oben drüber nochmal Schränke. Hier Staufach, Staufach. Ja, und ein großes, ja, fast nie dagewesenes Raumgefühl, ähnlich wie im Wohnwagen, aber doch ganz anders. Ja, über dem Kochfeld dann nochmal Schränke und weitere Schränke mit der Aussparung hier für die Dunstabzugshaube, die hier direkt drunter ist. Ja, jetzt kommt die Änderung. Multifunktionsrail hier nochmal. Gibt es auch Zubehör. Ein Gewürzhalter bis zum Handtuchhalter. Ja, Badbereich und hier sieht man auch, jetzt ist das Hubbett, so viel kann ich schon verraten, was hier oben drüber ist, wir haben es mal geöffnet, ist jetzt mal hochgefahren, das Ganze geht elektrisch und deswegen sind auch hier die Sitze umgeklappt. Hier vorne habe ich aber nochmal ein Verdunklungssystem, das heißt, wenn ich also wirklich mal eine Ruhe haben möchte, kann ich hier vorne auch zumachen, was auch ganz gut ist für die Isolierung im Winter, das isoliert nämlich zusätzlich nochmal. Ja, die Treppe, die kann ganz leicht eingefahren werden. Sie ist jetzt ausgefahren. Die ist hier an der Seite, lässt sich einfach hochklappen. Und dann habe ich Zugang zum Hubbett und das lasse ich mal ganz kurz runter. Jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Hier oben ist nämlich ein Schlüssel dran. Das kann ich auch abschließen, dass da also keiner dran rumspielt. Und kann dann das Hubbett einfach runterlassen. Ich habe dann ein Riesenbett, was ich tagsüber oder während der Fahrt auch gar nicht brauche. Komme dann auch ohne Alkoven aus und habe dann hier meinen Einstieg, der sehr komfortabel ist und komme dann auf eine ganz große Bettlandschaft ohne große Probleme. Ja, wer es mag, also es gibt natürlich die, die sagen, oh, mag ich nicht, die haben dann vielleicht ein Heckschlafzimmer und haben natürlich viel weniger Platz, weil wenn ich mich jetzt hier mal drauf begebe, das mache ich mal gerade, dann sieht man allein mal, wie tief der Raum ist jetzt hier in dem Fahrzeug. Also man fühlt sich wirklich wie in einer Ferienwohnung. Und hier habe ich natürlich alle
Annehmlichkeiten, die es gibt, schlafe in die Richtung des Fahrzeuges und es ergibt sich nochmal ein ganz großer Raum. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man das sieht. Ein ganz großer Raum. Also man hat nicht so ein beengtes Gefühl, sondern schaut wirklich in den Raum rein und auf Wunsch kann man dann auch die Tür offen lassen, kann dann hier was lesen und sich ein bisschen vereinzeln. Hier oben habe ich eine Leselampe mit drin. Ist jetzt so rum, die kann ich aber auch nach unten richten. Oder das Ganze so machen, wie ich das gerne hätte, kann es dann hier an- und abschalten. Die Leselampe auch. Habe hier nochmal eine ambiente Beleuchtung für drüber. Hier ist ein Fenster. Kann ich also richtig für Durchzug sorgen. Und oben habe ich nochmal ein ganz großes Hebekippfenster, was ich sehr leicht entriegeln kann. Ja, und wenn ich das Bett nicht mehr brauche, kann ich es mit den Auflagen dann auch ablassen. Kann ich nochmal hier vereinzeln, indem ich hier den Vorhang einfach zuziehe. So ähnlich wie in der Business Class. Und habe dann meine Ruhe. Der geht auch uns noch weiter rüber. Ist jetzt hier vorne geblockt. Ja, geht aber noch weiter. Ich habe hier Ablagefächer an der Seite. Habe hier einen Elektrolüfter, der allein schon, zum Beispiel in Italien, wird es ja nachts auch kühler, braucht man keine Klimaanlage laufen zu lassen. Macht einfach den Lüfter an und öffnet einfach ein Heki ein bisschen. Große Dusche mit einem Fenster mit drin, so dass ich prima entlüften kann. Einem Handtuchhalter hier an der Seite, dass ich also hier auch Bügel festmachen kann oder einfach mal ein Handtuch reinhängen kann und dann diese Dusche verwenden kann als Kleiderablage, zum Beispiel im Skiurlaub, wenn ich die nassen Sachen hier reinstelle, denn sie hängen nämlich direkt über der alten Warmwasserheizung drüber. Fächer, da wo sie auch hingehören, neben dem Bett und nochmal Schränke. Also hier habe ich nochmal einen hängenden Schrank. Das gleiche auf der anderen Seite, aber dazu muss dann die Treppe hoch. So, dann kann ich jetzt hier auf die Toilette gehen. Hier kann ich das komplett zumachen. Hab dann meinen großen Spiegel, wo ich mich dann komplett sehe. Links ist dann die Dusche, die hatten wir gerade eben. Und rechts ist das Bad. Das ist groß. Also hier kann ich dann in Ruhe mein Geschäft machen. Mich rasieren, duschen, waschen, tun. Überall sind Anschlüsse da. Für den Rasierer zum Beispiel. Licht. Nochmal Türen. Und natürlich zwei Fenster, dass ich also richtig durchlüften kann, wenn das benötigt wird. Und ganz viele Spiegel, dass ich mich auch direkt von der Seite ansehen kann. Auch die kann ich alle öffnen. Hier habe ich dann nochmal Haken. Ja, und das ist der Blick dann in die Dusche rein, die riesig ist. Also von der Höhe her bestimmt 2 Meter. Also hier kann ich auch als großer Mann oder Mensch bequem duschen. Ich fahre für euch gleich nochmal das Hubbett hoch, dass ihr dann nochmal seht, wie sich der Raum dann nochmal entwickelt. Und hier, wenn ich dann die Tür zumache, dann habe ich hier sogar ein nettes Gimmick. Ich habe den Wohnraum dann komplett vereinzelt, habe hier ein beleuchtetes Feld mit drin, was ganz schick aussieht. Und wo ich dann reingehe und gehe dann zu meinem Schlafbereich, der jetzt hier drin ist, mache die Tür mal gerade zu und fahre das Hubbett nochmal hoch. Wenn ich jetzt losfahren möchte, einfach hier hoch. Kann die Bettauflagen auch drauf lassen. Verriegel anschließend das Bett. Das war's. Und fahre dann ganz simpel meine Treppe ein. Belastbar 120 Kilogramm in die Seite und habe dann auch den Zugang wieder frei zu meinem zweiten Kleiderschrank, der hier ist. Und dann
habe ich zwar keine Alkoven, aber habe trotzdem eine Schlafmöglichkeit, habe den Fahrerhausbereich, der nochmal einzeln, wenn ich ihn nutzen möchte. Also wenn ich zum Beispiel hier noch was lesen möchte und diesen Raum gerne hätte, dann fahre ich einfach das Hubbett hoch. Habe hier natürlich alle Annehmlichkeiten eines voll integrierten auf Basis 4 Ducato mit einem Automatikgetriebe. Große Ablage hier nochmal. Hier liegt nochmal das Hubbett dann noch drauf. Die kann man also tagsüber nicht nutzen, weil das geht dann hier runter da drauf. Und weil es so schön war, fahre ich euch nochmal das Hubbett runter. Dann habt ihr es nochmal gesehen. Das könnte ich auch einen ganzen Tag machen. Automatisch hin natürlich der Vorhang geht mit runter. Und das Ganze sieht von außen dann so aus. Gut, obligatorisch Fliegengitter. Und die Steueranlage, hier schalte ich komplett alles aus oder alles an. Und kann hier natürlich meine Batteriezustände ablesen. Und ganz wichtig, die Füllstände von den Tanks. Master Panel nennt sich das hier. Gut, wir gehen mal raus. Schauen uns das Fahrzeug mal an von außen. Da steht der Grand Alpa. Hier steht mit Euro 6b 132.225 Euro und einer Zuladung von 920 Kilogramm. Das Ganze auf Fiat. Und ein Gesamtgewicht von 5,4 Tonnen. Also für den C1e, den C oder den C1 Führerschein oder CE, den man übrigens hier in der Fahrschule in Sulzemoos auch im Hauruck-Verfahren machen kann. Das Ganze dauert dann, glaube ich, eine Woche, kostet, ich glaube, 15 Euro. Das kann man dann nochmal in Erfahrung bringen. Ja, wir filmen bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos. Vielen Dank auch für die Bereitstellung des Fahrzeuges. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.